willkommen im Yoga-Haus. Hallo, guten Abend. Liebe Christine, lieber Daniel. Schön, dass ihr hier dabei seid. Guten Tag und herzlich willkommen zu der Ausgabe am 7. Januar, 12 Uhr Yoga, Vinyasa Yoga im Yoga-Haus. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Yin-Yoga-Workshop. Namaste. Schön, sind ihr mit dabei auf der Matte. Und ich willkommen zu der heutigen Yoga-Stunde. Da wieder live aus dem Yoga-Haus. Einatmen, komm in ein höheres Brett. Wer will, mit der Ausatmung volles Chaturanga, gestreckte Beine. Einatmen, Cobra oder auch ein aufschauender Hund. Schlüsselbein breit. Und ausatmen, lass dich vom Bauchnabel retour ziehen. In Down Dog, bleib da wieder drei Atemzüge. Spür die Länge zwischen Achselhöhle und Hüfte. Schick Sitzhöcker noch etwas steiler hoch und der Bauch wird weich und sinkt in dich hinein. Mit der Einatmung komm auf die Zehenspitze, mit der Ausatmung bück Knie, schau nach vorne, spring zwischen deine Hände. Und einatmend halbe hoch, ausatmend falten. Einatmen nimmt Arm über die Seiten oder vorne hoch, Handflächen zueinander und ausatmen die Hände vors Herz. Und dann nächste Einatmung, rechte Ferse geht nach oben. Und mit der Ausatmung bring das Knie Richtung Stirn. Nächste Einatmung zurück. Ausatmung, rechtes Knie, rechter Oberarm. Und zurück. Nächste Ausatmung, diagonal, Knie zum linken Oberarm. Und zurück. Einmal die Hüfte öffnen, Knie zieht nach oben, Ferse zieht nach unten, Schultern bleiben parallel zum vorderen Mattenrand. Spannung im linken Bein und die linke Ferse fällt tiefer Richtung Matte. Das linke Bein in einem weiten Ausfallschritt zurückstellen. Der hintere Fuß kommt parallel zum hinteren Mattenrand. Die Hände schulterhoch nehmen. Die Hüfte kippt nach hinten. Die rechte Hand zieht nach vorne. Und von da sinkst du ins Trikonasana. Uttita Trikonasana. Versuch, mit dem Oberkörper offen zu bleiben, die linke Schulter nach hinten zu versetzen, als würdest du in einer Wand anlehnen. Die Beine bleiben aktiviert, sind ganz leicht gebogen. Full Uttanasana. Ardhuttanasana, Hände zum Boden, linker Fuß nach hinten, linkes Bein gestreckt, ins Stehen kommen. Oh, noch einmal in Land strecken. Mit den Händen in Richtung Boden, linker Fuß zurück, Utkatasana. Ellenbogen an Ellenbogen. Ich zeige es von vorne, damit es klar wird über die Seitenlage. Ich kippe hier, also rechts ist so, links ist so und gehe wirklich über die Seite, suche den Kreis und strecke mich dann hier. Full Uttanasana zurück in Richtung Boden, Ardhuttanasana hoch, beide Hände zum Boden mit beiden Füßen nach hinten. Einmal die Knie auf die rechte Seite. Auf
die rechte Seite und auf die linke Seite, so wie Scheibenwischer, hin und her. Genau. Und dann kannst du noch einmal die Hände etwas weiter als dein Gesäß hinter dir abstellen und Platz machen zwischen deinen Schulterblättern. Kannst du deine Schultern bewegen, wie zwei Flügel. Und wenn du merkst, es hat Platz, dann kannst du ganz sanft deinen Kopf in den Nacken legen. Und bringe den Fuß hinten am Boden für eine größere Öffnung im Brustraum und Becken. Mit sehr viel Kraft und Achtsamkeit im Vajrasana halte die Balance 2-3 Atmungen. Und dann drehe ich wieder parallel und bringe den linken Fuß nach vorne zwischen beide Hände. Die rechte Ferse wieder abstellen, auch in Virabhadrasana 1. Und probiere jedes Mal mit mehr Beugung und Geschmeidigkeit in allen Gelenken ein bisschen mehr zu spielen mit der Tiefe. So von Virabhadrasana 1, verlängere und strecke das linke Bein, verschränke die Finger, und dann beuge dich rund auf die innere Seite vom linken Fuß. Wir kommen wieder hoch. Streck die Arme. Öffne in Virabhadrasana 2.